Ja, herzlich willkommen. Ich bin der Christian Freisleben. Ich bin der Christian Spanagel. Und wir werden miteinander ein Wort-für-Wort-Spiel zum Thema Inverted Classroom machen. Das geht denn das, ja? Das bedeutet, ich sage ein Wort und du sagst ein Wort. Mhm. Und die einzige Spielregel, die wir jetzt einführen, ist, das erste Wort heißt Inverted, das zweite Wort heißt Classroom und okay. Dann geht's weiter. Alles klar. Start. Ja. Inverted. Classroom. Ist. Eine. Herangehensweise. Gut. Studierenden. Eher. Sehr. Studierenden zentriert. Zu arbeiten und im Kontakt mit diesen auch zu bleiben. Insbesondere eingesetzt wird Video und jede Menge anderer Methoden wie beispielsweise Podcast, aktives Plenum, Lernspiele. Gruppenarbeiten, lernendes Forschen und auch das Besondere daran ist, dass eine Vorbereitungsphase stattfindet, ja, auf der dann später die Studierenden aufbauen und miteinander im Dialog und miteinander im Kontakt insbesondere mit dem Lehrenden gemeinsam und auch mit den Experten und Expertinnen im direkten Kontakt sind. Punkt. Dankeschön. Ja, danke auch.